Über 30 Jahre lang wohnen Marlies Hartmann und Ella Studer im gleichen Haus an der Engelstrasse in Zürich. Jetzt soll die Liegenschaft saniert werden und die Mieten gehen so fest auf, dass sich die Rentnerinnen die Wohnungen nicht mehr leisten können. Ein harter Schicksalsschlag. Die beiden Damen wollen sich jetzt wehren. Dana Gablinger. Die 68-jährige Marlies Hartmann und ihre 84-jährige Nachbarin Ella Studer verstehen die Welt nicht mehr. Nach 30 Jahren im gleichen Block bekommen sie die Kündigung über. Grund sind Renovationen und ein Ausbau am Haus an der Engelstrasse 7. Wenn sie bis nach der Sanierung drinnen bleiben wollen, bedeutet das, höhere Miete zahlen zu müssen. Und das können sich die Damen dann nicht mehr leisten. Mein Zuhause nimmt mir weg. Ich verliere den Boden unter den Füßen. Und man kommt ja nichts Zahlbares über. Und es ist das Schlimmste, was ich mir überhaupt je konnte denken. Nach zwei Herzinfarkt, Krebs und dem Tod von ihrem Mann mag Frau Hartmann nicht mehr. Die rüstige Ella Studer könnte mit ihrem Geld nur noch in eine Alterswohnung nach der Renovation. Und das will sie partout nicht. Das sagt ihr Kreis. Ich habe noch jedes Ende von der Stadt und könnte eigentlich noch lange da sein. Und verliere eigentlich meine letzten Bekannten, die ich eigentlich da noch habe. Das ist das, was einem richtig belastet. Der Projektleiter von der Überbauung, der Walter Beller, hat Verständnis, meint aber auch, dass nach 30 Jahren eben Gussleitungen erneuert werden müssen und Zürich mehr Wohnungen brauche. Außerdem habe er den beiden Damen 27 Monate Kündigungszeit gegeben. Wir tun mit jedem Mieter einzeln, damit er nicht seine Situationen muss klagen, am Tisch sitzt und versuchen, noch Lösungen zu finden. Nur wenn ich 15 Millionen investiere, kann ich die Wohnungen ganz sicher bei diesem Preis halten. Und das ist auch nicht die Aufgabe von Privaten, alle Sozialdienste abzusichern. Ich sage mir, der Herr Beller geht über Leichen und ich muss ehrlich sagen, das könnte man sanft renovieren. Das haben sie an anderen Orten auch gemacht und ich finde das nicht okay, so wie er das sagt. Weil wir können es ja nicht nachprüfen. Ich kann ja nicht Wohnungen sanieren und renovieren, neue Belege machen, neue Badzimmer machen, neue Küchen machen und irgendwie zwei, drei Jahre später hinten rein wieder die Wände aufreißen. Frau Hartmann und Frau Studer kämpfen weiter. Am 17. Dezember gehen sie an die Schlichtungsstelle. Wenn es dort keine Annäherung gibt, geht es weiter vor Mietgericht. Für Tele Zürich, Dana Gablinger. Und wir sind beim Ausblick auf den weiteren Tele Zürich.